Ach, ich liebe es. Herzlich willkommen zur Newcomer TV, dem absoluten Musikmagazin hier von der regionalen Musikszene. Wir gehen zurück in den Oktober, in die sechste Newcomer TV Nacht, die ein bisschen früher stattgefunden hat, weil nämlich Ferien eigentlich am letzten Freitag im Oktober waren oder sind. Und da haben wir uns gedacht, sind wir mal ein bisschen früher da. Und wir stellen euch in dieser Sendung zwei Bands von diesem Line-Up von der sechsten Newcomer TV-Nacht vor und beginnen mit einer Band aus Mannheim, die so ein bisschen in dem Förderpaket von der Pop-Akademie gerade unterwegs sind und gecoacht und ausgebildet werden. Eine Band ganz jung und die irgendwo in diesem Indie-Rock-Alternative-Sektor zugange sind. Sehr sympathisch, eine sehr ausdrucksstarke Gesangsstimme, fantastisches Songwriting meiner Meinung nach. Eine Band, von der wir in den nächsten Jahren viel, viel, viel noch hören werden. Freut euch mit mir zusammen auf Titanic Swim Team. How you spell it me when you first targeted me was hard to tell. But the feeling that hit me the first time you kissed me was unexplainable. Now you're looking at me, holding my monologue as if I was a coach. That's in an angle, you don't understand me, you're hard to approach. Baby, I drove these trains of thought to the final destination, just to find out that to love somebody isn't no salvation. Truth is the essence of you and I. What if you found the answers? And what if you knew they were true? Baby, I drove these trains up.
fuck to the final destination, just to find out that to love somebody isn't no salvation. What do I know? Why should I care? 'Cause life is no symptom of you, my life. So what do I know? Das Titanic Swim Team. Und zwar habe ich hier den Luis und den Theo. Ihr seid direkt aus Mannheim hier durch dieses furchtbare Wetter hierher gekommen, über die höllische Autobahnverbindung Mannheim-Frankfurt. Wie habt ihr das überlebt? Mit guter Musik. Natürlich haben wir hinterm Steuer getrunken, ist ja ganz klar. Ja, sonst hätten wir das nicht überstanden. Und wir sind getrennt gefahren, weil wir können uns nicht... Nein. Nein. Ja, Spaß gemacht. Und gutes Thema, Musik. Das heißt, wenn eine Band unterwegs ist, ist es ja eigentlich immer im Auto Party, oder? Ja, meine Freundin saß dabei. Spaß. Also ich lasse ja auch immer die Musik von uns laufen. Die zwei Studioaufnahmen, die auch bald veröffentlicht werden. Ah, okay. Und da wird die Stimmung auf jeden Fall ganz gut. Das heißt, ihr macht dann, nutzt die Fahrt dann sozusagen als Controlling. Sind die Aufnahmen gut oder müssen wir noch was nachdrehen? Tatsächlich auch so ein bisschen zum Üben. Ja, also wenn es geht in den Rotphasen vor der Ampel, geht so ein bisschen, gehen die Finger mit. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, tatsächlich. Thank you.
Wenn mich meine Informanten nicht getäuscht haben, dann bist du eigentlich ein Singer-Songwriter, der eigentlich aus Stuttgart kommt, kann das sein? Nee, ich studiere in Stuttgart, Musikproduktion studiere ich, genau. Aber ich du bist Monomabub geboren. Okay, also du studierst in Stuttgart, aber du bist schon als Singer-Songwriter erstmal viele Monde unterwegs gewesen, genau, mit deiner Akustikgitarre. Ja, genau, und auch für andere geschrieben, also auch für dann Musik, die jetzt weniger meins ist, so zum Beispiel Vanessa Mai habe ich mal eine Radiosingle geschrieben oder für einen Film. Wahnsinn. Ja, aber ich wollte eher meine Musik machen und jetzt mit meinen Jungs. Ich meine, das ist etwas, was augenscheinlich ist, weil hier kommen viele raue Gesellen aus der ganzen Welt hier in die Portstraße zu den Newcomer-Nächten. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass ihr einen ziemlichen Draht, also ihr geht sehr, wie sagt man, warmherzig miteinander um. Ist das jetzt erst die erste Phase, wie in einer neuen Beziehung, da zwei Monde geht es irgendwie und dann fangen die ersten Streits an, oder wird es eine Liebe für immer sein? Also ich habe tatsächlich festgestellt, zur Überraschung auch für mich, im Vergleich zu meinen letzten Bandprojekten, dass wir das wirklich gut schaffen, über Probleme offen zu reden und auf einer sehr respektvollen Ebene das Ganze auch, und hat mich am Anfang wirklich gewundert, und ich fand es total toll, dass es so funktioniert, bei meinen letzten Bandprojekten immer auf die Fresse und alle wütend aus dem Proberaum raus, und bei uns, wir gehen eigentlich nie wütend auseinander, auch wenn es mal wirklich knallt, und wir schaffen es immer, einen Kompromiss zu finden, bei wirklich allem. Das ist wirklich toll. Guess what, this is how you make me feel. I always was your favorite. Now more and more the portrait looks so real. And it shows the guy in blue corduroy pants. And it's me. And guess what, here's who I am. Ich bin immer noch am Tanzen. Ich mag die Jungs. Ich finde die einfach klasse. Und ich hoffe, dass ich noch die Freude haben werde, viele Veranstaltungen mit ihnen zu machen oder einfach auch viele Konzerte vom Titanic Swim Team zu gehen. Und möchte jetzt gar nicht lange rumlabern, sondern euch direkt mit der nächsten Band verbinden. Die kommen aus Frankfurt. Und in der Band sind sozusagen Urgesteine der Frankfurter Musikszene zwei, das heißt eigentlich drei, aber zwei möchte ich euch ans Herz legen, einmal den Bassisten und einmal den Sänger. Sie werden sich im Interview selber vorstellen, was jetzt gleich kommt, und sie machen so ein bisschen, bezeichnen es ihre Musik als neuen Rock aus alten Hosen. Was das bedeutet, werdet ihr jetzt erfahren. Ein Riesenapplaus von uns für euch, mit euch zusammen, für diese fantastische Band Sud. Thank you.
möchte euch eine tolle Band vorstellen, die wir extra für euch hier an den Start gebracht haben, aus den Tiefen des Frankfurter Undergrounds, Sud. Hallo. Hallo, ihr Menschen. Guten Tag. Guten Tag. Und zwar bei mir sind im Interview David, Frank und Thorsten. Und im Grunde genommen, die Band ist wie alt? Weil ich habe diesen Changeover, David, von der anderen Band zu dieser Band gar nicht mitgekriegt. Wie alt ist Sud? Ich würde jetzt sagen mal 4 Jahre. Wenn man dann 2 Jahre Corona abzieht, dann sind wir gerade mal 2. 2? Ja. Und im Prinzip seid ihr ja alle alte Hasen, habt schon eine elendlange Rock'n'Roll-Geschichte der Frankfurter Subkultur hinter euch in unterschiedlichen Bands. Eine wiederentdeckte Jugendliebe oder was hat euch zusammengeführt jetzt in dieser Besetzung? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich hatte ja vorher eine Band mit dem Frank zusammen und der Thorsten hat immer unsere Tapes oder Aufnahmen abgemischt. Und dann ist die Saftgeschichte gestorben und dann haben wir Sud aufgemacht. Thorsten ist dazugekommen und ja, seitdem rocken wir zusammen. Es funktioniert sehr gut. Ja. Wir fliegen viel zu hoch und fallen viel zu schnell. Die Sonne löst die Nacht. Im Wachsen liegt die Kunst, die uns nach oben trägt. Der Sonne viel zu Frank, seid ihr eine Band, die auch dieses ganze politische Tagesgeschehen mit irgendwie Klimakrise und Krieg und den ganzen Scheiß jetzt 3 Jahre Corona irgendwie verbal nach der Probe beim Bier bespricht? Oder fließt das in eure Musik rein oder wie funktioniert das bei euch? Also eigentlich ist es so, wir reden viel so jetzt beim Üben, aber ich sag mal, irgendwann kommen wir dann auch zu der Musik. Und ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen einen Einfluss hat. Dass die Stimmen, oder? Wir haben schon einige hitzige Diskussionen im Proberaum geführt über Politik. Wir sind da zwar auf einem Nenner, aber trotzdem tauschen wir uns da halt schon aus. Also das ist wichtig, auch der Prozess für euch. Ich sag mal so, die Texte kommen ja von mir. Also ich könnte natürlich auch jetzt, obwohl wir da uns austauschen, was komplett Larifari singen. Aber das ist, ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich mache da kein Konzept und setze mich hin so, ich will jetzt irgendwie ganz bewusst dazu irgendeine Aussage treffen. Das kommt halt einfach so. Und ich bin ein sehr interessierter, wir sind alle, glaube ich, sehr politisch interessiert. Und dann kam das jetzt einfach. Also Thorsten hat die künstlerische Freiheit und wir sagen manchmal, sei nicht ganz so finster. Wir wollen Party machen. So. Alles klar. Jetzt die schweren Jahre, 3 Jahre liegen hinter uns und jetzt soll ja alles wieder besser werden, wobei Herr Lauterbach schon wieder mit der mahnenden Fahne weht, den Winter entgegen. Aber inwieweit plant ihr 2023? Also was wird bei euch passieren? Festivals oder wie funktioniert dieses Road-Leben in eurer Band? Wir wollen im November mal ein paar Bewerbungen raushauen, damit wir das nächste Jahr ja endlich mal, ich sag mal, auch mal ein paar Open-Air-Konzerte. Also letztendlich wollen wir eigentlich live spielen und am liebsten eigentlich auch draußen so irgendwo. Thank you.
Was eine Wucht, was ein Sound. Diese Band ist einfach fantastisch und vor allen Dingen, sie sind hungrig. Sie sind schon lange unterwegs in der Region, also in der Subkultur, im Underground von Frankfurt. Geht auf ihre Seite, geht auf die Seiten von beiden Bands, vom Titanic Swim Team und von Sud und supportet sie, folgt ihnen. Die Sendung ist jetzt schon zu Ende. Ich bin immer ganz überrascht, wie schnell das geht. Aber 30 Minuten sind ja auch nicht so lange. Ja? Und deswegen nochmal von euch einen Applaus für den Jochen, den Regisseur von Newcomer TV, der diese fantastischen Bilder und das überhaupt möglich macht mit seiner Energie, dass ihr diese Bilder nach Hause bekommt. Und ja, ich bin dann auch noch da, der Seppel am Mikrofon von Virus Musik Radio. Und wir freuen uns immer, euch die besten und die geilsten und interessantesten Bands nach Hause zu bringen. Das war's auch schon für heute. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.